herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Hier in Logarts Drachenburg, wir haben Sonnen- und Mondschlüssel gefunden. Kupio im Team, der sich erst nicht so ganz getraut hat, uns das zu beichten oder uns das mitzuteilen, dass er ein Held werden möchte. Und ja, jetzt sind wir hier in Logarts Drachenburg. Und es kommt zu einer Sequenz. Nanu? Ein blaues Skelett. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater. Ganz bestimmt. Vater! Oh Gott, er ist tot. Aber, Mario, mein Vater hat ja noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Ja. Gut, lass ihn uns lesen. Also. Ich wollte gegen Logarth kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logarth einen Schwachpunkt hat. Dieser schreckliche Logarth fürchtet sich vor ein Tier, das mit dem Buchstaben F beginnt und mit SCH, also Sch, endet. Fsch, also Fsch. Fsch. Ein Item, das diesen Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Um Logarth zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst einmal finden. Logarth ist auch listig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern Fallen. Lasse dich im Kampf nicht überlisten. Verlasse dich auf keinen Instinkt. Mich verlässt die Kraft, so beende ich diesen Brief. Mit einem Gruß an meinen Sohn Colorado. Ich werde dich immer lieben. Nanu? Colorado? Nicht Kupio? Anscheinend war das doch nicht mein Vater. Colorado. Ja, Colorado ist ein Easter Egg aus dem ersten Paper Mario Teil, Paper Mario. Das habe ich nicht gespielt, aber ich weiß, dass das ein Easter Egg ist. Colorado war ein bekannter Koopa. Und ja, das ist jetzt der Vater. Warum die den jetzt hier zum Sterben gebracht haben, weiß ich auch nicht. Aber bitte, es ist so. Ich weiß auch nicht, ob Colorado ein Koopa war, der im Team war. Oder einfach nur ein Koopa war, den man kannte. Aber naja. Ob die Knochen da drüben wohl die Knochen von meinem Vater sind? Mhm. Ein Schlüssel. Ein rotes Skelett. Ih. Ja, wohl kaum. Aber ich hätte gern diesen Schlüssel. Kann ich mich hier nicht durchquetschen? Ich bin doch nur ein Stück Papier. Mario, falt dich doch mal ein bisschen zusammen. Gut. Diese Burg zu betreten zeugt von eurem Mut und von eurem Leichtsinn. Doch euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. So hört den Ruf der Gruft. Was sind das für Typen? Mario, das ist gar nicht gut. Die drängen uns zurück. Was sollen wir tun? Ich benutze meinen Hammer. Und dann bekommt dieser Idiot hier einen auf die Mütze. Flucht in diesem Kampf. Nicht möglich. Gut. Kupio, hau raus. Ich weiß, das war dumm. Ich hätte beide Gegner scannen müssen. Aber dazu kommen wir noch. Gut, Technik, Scanner. Roter Knochentrocken. Ein roter Knochenkooper. Ach, Knochenkooper. Ach, das sind gar keine Knochentrocken, das sind Knochenkooper. Ah, okay. Irgendwie gruselig, so ganz in Rot. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein ziemlich starker Angriff. Und auch wenn seine KP auf 0 sinken, kann er später wieder auferstehen. Oh.
Vielleicht solltest du erst die anderen Knochen Koopas ausschalten. Aber pass auf, wenn er sich bedrängt fühlt, ruft er rote Knochen Koopa. Ruft der rote Knochen Koopa Verstärkung. Alles klar. Hatte der jetzt eine Verteidigung? Ich weiß es gerade nicht. Jo, hatte er. Scanner. Knochen-Koopa. Knochentrocken kommen dann später hinzu. Die sind dann stärker. Das ist ein Knochen-Koopa. Wie auch der Name sagt, ein etwas verknöcherter Koopa. Maximale KP 1, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Diese Biester werfen mit Knochen und produzieren sich auf rätselhafte Art. Und das heißt, du solltest in einem Zug so viele wie möglich von ihnen erledigen. Heißt Kuklus Powerpanzer. Moment, wie kann ich das denn jetzt am besten machen? Hammer. Wow, Mario. Diddle, 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 diddle. Ey, Alter, kann der mal damit aufhören? Okay, ich brauche hier ganz klar Kupio. Ey, du Fool! Was soll das? Panzerstoß. Ich mach dich kalt, Junge. Aber jetzt hätte ich gerne den Powerhauer. Na, ist ja egal. Ey, kann er damit mal bitte aufhören? Das zögert nur den Kampf in die Länge. Das muss doch nicht sein. Nein, bitte lass das sein. Lass das bitte. Hat ich normalerweise nicht Kupio Verteidigung um 1? Also standardmäßig? Verstehe ich nicht ganz. So, jetzt bist du weg. Boah. 36 Sternpunkte. Und ein Level Up. OP. Ja, die OP wäre mir echt lieb, ne? Wegen dem Power Down. Aber ich muss leider jetzt erst die KP erhöhen. Wie in jedem Let's Play von mir gibt es in jedem Let's Play eine Challenge, und zwar nicht Game Over zu gehen. Auch in diesem Spiel, da ich dieses gut kenne, sehr gut beherrsche und auch nicht für schwer empfinde. Mit anderen Worten, ich will in diesem Spiel es auf jeden Fall schaffen, nicht Game Over zu gehen. Das ist nicht schwer. Und damit meine ich... Meine ich damit nur die ganze Story oder... Also die Story oder auch Nebenquests? Denn es gibt Nebenquests in diesem Spiel, die macht man später. Die kann man machen, muss man aber nicht. Wer sich da auskennt, wird wissen, was ich meine. Wie das da aussieht mit Game Over, weil das ist halt wirklich nicht ganz einfach. Ja, es gilt schon das ganze Let's Play über. Weil... Aber für die Hauptstory auf jeden Fall. Vor allem, die ist noch akzeptabel. Klar, der Schwierigkeitsgrad steigt irgendwann. Weil irgendwann, und hier ist eine Insignie. Eine Insignie. Ein seltsames Objekt, welche Kraft es wohl haben mag. Wie viel haben wir denn jetzt? Eine. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Mein Wii U Pro Controller ist leer. Oder fast leer. Da muss ich mal eben kurz gucken. Wo hab ich denn hier den richtigen Stecker? Ey, wenn der mir ausgeht, dreh ich durch. So. Gut. Dann schaue ich auch mal nebenbei auf die Folgenlänge. Ja, knackige 10 Minuten. Na, bis zum nächsten Mal.
sind ja jetzt knackige 10 Minuten. So. Was willst du eigentlich? Jetzt mal... Ja, dann springe ich halt auf ihn drauf. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Doch, das ist mir überhaupt nicht schnuppe, weil das keinen Schaden macht. Oh Gott. Mist. Kupio. Hau raus. Deine 6 Sternpunkte. Na. Ja, Kupio. Nimm halt alle einzeln. So, du bist ein echtes Skelett. Du bist ein echtes Skelett. Du bist auch kein Faker. Da, da, da. Du bist aber einer. Auch nicht. Okay, ich sehe schon, jetzt wird's interessant. Eine verschlossene Tür. Hier kommen wir so ohne weiteres nicht hoch. Nein, kommen wir nicht. Den Block hier, den da oben, den können wir mit dem Hammer zerstören. Die hier nicht, ne? Nee, die hier nicht. Das geht, glaube ich, auch erst später. Okay. Hey, warum fällt das Ding nicht nach oben? Oh, ach so, weil der Block drauf ist. Okay. Deswegen fällt das nicht nach oben. Und was bringt mir das jetzt hier? Jetzt kann ich hier hoch, ne? Und? Ach, das schafft er. Okay. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, okay, ich verstehe. Und jetzt kannst du nach oben gehen. Dann haben wir hier den Weg frei. Und betätigen den Schalter. Alles klar. Der Paper-Style eben. Ein Schlüssel. Einen Burgschlüssel erhalten. Öffnet eine Tür in Lugardsburg. Dann würde ich da gerne auch wieder raus. Oder runter. Aber Moment. Rein logisch betrachtet. Nur rein logisch betrachtet. Mit ein bisschen IQ, den ich besitze. Müsste ich nicht. Aha. Da muss ein Sternsplitter sein. Tatsächlich, da ist wirklich was. Ich will den haben, ne? Das ist dir schon bewusst. Oder stelle ich mich mal ganz nah an den Rand? Der Kupio kommt da echt nicht ran. Nein! Oh, Mario, spring doch! Du Idiot. Du bist doch echt so blöd und behindert. Warum springst du da runter, obwohl du das gar nicht sollst? Und das geht irgendwie nicht. Wieso geht das nicht? Das will ich aber. Das muss aber gehen. Wie soll ich denn sonst an den Sternsplitter kommen? Geht doch. Und hier ist jetzt auch nichts mehr? Hey, da ist was. Wartet, ich brauche hier gerade nicht mehr. Tatsächlich. Ein Sternsplitter. So. Na. Gut, weiter geht es. Bist du ein Faker? Nein, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Speichern. Was ist das denn da rechts für ein Riesenblock? So in grün. Alles klar. Ich würde sagen, bevor wir hochgehen,
Gehen wir in den Knast? Na komm, greif mich an. Ey, was ist das denn für ein Abstauber? Was soll das? Wer programmiert denn so eine Scheiße? Multispiel. Ach, Multispiel, was lab? Na, Moment. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Na, Rumbrina. Ey, du Flachzange! Ich glaub, es geht los! Ich glaub, es geht los! Du, 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 warte mal. Nein. Items, Pilz, dafür haben wir sie, Gumbrina. Gut, Items. Wie sieht's aus mit BP? BP brauchen wir auch. Gut. Was? Ah, okay, gut. Aha, auf Zeit. Das schaffst du doch nicht in der kurzen Zeit. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Komm her, du Vogel. Wie habe ich den jetzt getroffen? Das ist mir ein Rätsel. Das ist mir so ein Rätsel. Oh Gott, ich muss dich hier ganz schnell loswerden. Ich kann seine Verteidigung nämlich nochmal überdimensional steigern. Und das möchte ich nicht. Ha! Du Vogel. Ja, du kannst mich mal. So. Wenn ich hier so sitze, weil ich den Wii U Pro Controller laden muss, da tut mir richtig der Arm weh, weil ich so auf dem Arm liege. Oh. Was ist das denn für ein Item? So eine Note. Gut, also hier brauche ich auf jeden Fall. Moment, wie ging das nochmal? Ah, genau, Shortcuts gibt's da. So, Kupio. Jetzt komme ich hier ja gar nicht mehr raus. Das heißt, wir werden jetzt wohl über irgendwas erlernen, um hier durchzukommen. Ja, tatsächlich nochmal so eine schwarze Truhe. Okay. Oho. Lange waren keine Gäste mehr in diesen Gemäuern. Was? Ein legendärer Held, weil du meine Stimme hören kannst? Eine bizarre Idee. Überhaupt nicht. Ich denke, jeder kann meine Stimme hören. Ich schätze, du bist da auf einen Trick reingefallen. Mario. Aber egal, würdest du mich vielleicht trotzdem aus dieser Kiste befreien? Es ist ein wenig eng hier drin und ich bin schon ziemlich lange eingesperrt. Du musst nur den Schlüssel finden und die blöde Truhe aufschließen. Was? Ich würde dich sowieso mit einem Fluch belegen, sobald du die Kiste öffnest. Wer macht denn sowas? Das ist doch schrecklich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen. Niemals. Versprochen. Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen. Quasi zum Dank. Man muss doch gegenseitig helfen. Das ist doch nicht so schwierig. Das ist so wie geben und nehmen. Na jedenfalls wäre ich froh, wenn du mit dem Schlüssel diese Kiste aufschließt. Na gut, wenn der nett ist, dann ist der nett. Dann bitte, dann wird der wahrscheinlich hier drin sein, der Schlüssel.
Wir lassen ihn raus, er gibt uns eine Fähigkeit, dass wir dann durch diese Gitter kommen. Warum sind hier solche Löcher in den Boden? Oh ne, jetzt sagt mir aber nicht. Ein schwarzer Schlüssel. Alles klar. Mario. Yeah, wir werden zerquetscht. Das ist übel. Ich schätze, es wäre besser, wenn wir fliehen würden. Ja, und das auf Zeitdruck. Oh Gott. Was, hier ist nichts in der Wand? Okay. Gott sei Dank weiß ich den Weg mittlerweile. Weil ich mir das irgendwann mal eingeprägt habe. Aber ich glaube, hier geht man tatsächlich Game Over, wenn man das sich da treffen lässt. Anscheinend haben wir es geschafft. Also, wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch die Truhe öffnen. Gut. Oho, du hast den Schlüssel. Wie wunderbar. Du Tor! Was bist du für ein Narr? Aber meine Lügen waren wohl zu geschickt. Aber diese Burg ist ohnehin eine Falle, aus der es kein Entkommen gibt. Du wirst in diesen Mauern elendig krepieren. Aber vorher wird dich noch mein schrecklicher Fluch treffen. So sei verflucht! Ja, damit bist du verflucht, selber schuld. Dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte. Drückst du R, so dreht sich dein Körper wie ein Blatt im Wind. Ja, wie schrecklich. Nein, wir kommen dadurch durch die Gitter. Also, danke dir. Und nun zeigen wir deine Gestalt in all ihrer Erbärmlichkeit. Wow, ich sehe so unglaublich lächerlich aus. Ich muss gleich weinen. Ja, musst du auch. Nun, wie gefällt dir meine Gestalt? Deine lächerliche und jämmerliche Gestalt. Der Fluch hält an, solange du R gedrückt hältst. Springen, laufen, all deine Bewegungen werden absolut lächerlich aussehen. Hast du verstanden, was dieser Fluch dir antut? Ja, ich bin ja nicht doof. Nun, auf Nimmerwiedersehen! Ja, ja. Ihr seid so dumm, ihr helft mir jedes Mal. Kupio. So, was ist jetzt hier mit diesem Cooper? Der ist hier einfach nur drin gestorben. Okay. Was ist das jetzt hier für ein Item? Ist das echt so eine Art Soundtrack? Ach, ein Orden. Orden Sound FXA erhalten. Beim Angriff gibt Mario Froschlaute von sich. Moment, Frosch? Ein Item oder ein Orden, wovor Logart Angst hat und total voll geschwächt wird, was mit F und SCH endet. Froschlaute, ja, ja, das wird es sein. Ja, hier die Aufklärung. Dass dieses, wenn man diesen Orden ganz ohne Ordenpunkte aktiviert, ich demonstriere das gleich mal im nächsten Kampf, gibt Mario Froschlaute von sich. Davon hat Logart totale Angst, warum auch immer. Nein, warum auch immer nicht. Ich weiß es. Ihr werdet es noch sehen. Und ja, man kann den Kampf auch ohne schaffen. Nur es ist deutlich schwieriger. Denn Logart ekelt sich vor den Fröschen. Und da wird sie total schwach von. Und deswegen kann sie das überhaupt nicht haben. Wird etwas schwächer. Und wir haben die Gelegenheit anzugreifen. Und ja, das werde ich auch demonstrieren. Aber zuvor gucke ich eben kurz auf die Folgenlänge. Ja, ich muss mich von euch verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Logart zu besiegen. Hoffentlich. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das dazu schon kommen wird. Mal schauen. Und ja, bis dahin. Ciao.